gleich gegenüber der Lauder Chabad-Schule, die vor knapp 3 Monaten verwüstet worden ist. Dort am Rabbiner Schneerson-Platz hat die jüdische Gemeinde heute Nachmittag das Haus der Zukunft eröffnet unter einem großen Blitzlichtgewitter. Unter den Gästen der ehemalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, Stadträtin Sonja Wessely und auch Wissenschaftsminister und ÖVP-Wien-Landesparteiobmann Johannes Hahn. Das neue jüdische Zentrum soll vor allem Frauen Bildungs- und Förderungsprogramme bieten. Und auch an die Jugend ist gedacht. Sie soll dort ebenso gefördert werden und hier auch ihre Freizeit verbringen können. Außerdem gibt es im Haus der Zukunft eine neue Bibliothek, in der sich jeder Informationen über die jüdische Kultur holen kann. Das Zentrum liegt gegenüber der Lauder Chabad-Schule, die erst im November von einem Mann verwüstet worden war. Der 24-Jährige ist mittlerweile zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Er selbst hatte sich als überzeugten Antisemiten bezeichnet. Bei der heutigen Eröffnung des Hauses der Zukunft ist es aber zu keinen Zwischenfällen gekommen. Und dieses Haus der Zukunft ist vom Jüdischen Verein zur Förderung von Integration und Zusammenleben in Österreich errichtet worden, unter anderem mit der Unterstützung der Stadt Wien und privaten Sponsoren. Kostenpunkt 4,5 Millionen Euro.